Hallo, ich bin schon da. Alles klar, bis gleich. 2 Minuten. Sag mir mal gerade, was heute der Plan ist. Der Plan ist, im Optimalfall fertig machen, aber wahrscheinlichster Fall ist, Ordnung und Sauberkeit endgültig herstellen. Und Gitarren aufhängen. Und Gitarren aufhängen. Okay, let's go. Let's go. 1, 2, 3. Ach, ne. Also ich voll das schöne Klavier. Ja, geil. Mach ich auch rein. Und Isi und ich würden dann das Rack drin aufbauen gehen. Nein, guck mal. Sicherheitshinweise. Braucht man nicht. Lieferumfang. Zum Lieferumfang gucke ich mal erst an, wenn ich merke, dass was fehlt. Well, we got no worse to spare. For the sake and art of fair. Safe a few. Die Antwort ist nein. Was tust du? Ich mach etwas, was du nie machst. Sauber. Oh! Was fehlt dir? Ich wollte mit euch wegen Flur und Schuhregal und Ähnlichem reden. Weil dann würde ich nämlich, wenn das für euch okay ist, haben wir sonst keinen Platz für die Gitarren haben, sowohl für deine als auch für meine, Lenny. Wir haben hier relativ viel Wandfläche, dann macht man eine hoch, eine tief jeweils. Da kann man hier 4 und da drüben 6 hinhängen. Können sie auch an die Decke hängen. Das hätte was. Das wäre tatsächlich voll geil. Das wäre nice. Dafür gibt es aber, glaube ich, tatsächlich keine Halter. Also es wäre mit euch okay, wenn ich hier dann ja. Gitarren hänge. Okay, hängen wir jetzt auf oder? Wir hängen drüben das Platz auf. Sweet. Sweet Caroline. Ich weiß nicht genau, wie wir es geschafft haben, bei 400 Schrauben eine übrig zu haben im Endeffekt jetzt. Irgendwo haben wir unregelmäßig viel Schrauben verwendet. Liege ich richtig? Wenn wir jetzt eigentlich den gleichen Abstand hier bei euch wieder oben. Ja, tatsächlich ja. Gut. Wollen wir mal bestücken? Aus ja, Spaß. Gerne. Sieht schon geil aus. Holy moly. Das ist ein würdiger Studioeingang. Ja, oder? Sind ein paar. Okay, letztes Scharnier. Alright. Wunderbar. Sieht super aus. Sind wir fertig für heute? Ja, jetzt sind wir fertig. Oh, da mag jemand den Teppich. Oh, cool. So nice. Oh, sieht so professionell hier drin aus. Wahnsinn. Also diese Hälfte hier sieht schon professionell aus. Die Hälfte des Raums sieht sehr gut aus. Die dann halt ganz oft im Raum ist. Ja, aber das ist ja schnell gemacht. Was kommt jetzt hier in die Hälfte? Wie wird die aussehen? Was kommt wohin? Ich denke, hier wird jetzt einfach mal so der Performer-Bereich sein im Endeffekt, wo mir oder halt auch andere sich aufstellen können. Das da wird im Prinzip dann der freie Bereich, wo man halt auch Klavier und sowas hat und dann halt das Drumset. Und dann mehr oder minder kann man so spielen, ja. Also machen wir heute fertig. Machen wir heute fertig. Okay, let's go. Let's go. Do it. Tada. Alter, das sind fette Kabel. Oh, shit. Ja, das sind unsere Multicores. Wir brauchen auf jeder Seite einen. Einer schiebt durch, der andere nimmt an. Okay. Ja, ich sehe Kabel. Ja. Sie sollten sich eigentlich von selber durchschieben. Warte, warte. Yes, du kannst ziehen. Ja. Ja, bring die Schere mit. Geht tatsächlich. Perfekt. Was als nächstes? Als nächstes fahre ich die Technik holen und dann bauen wir die ein. Okay. Das ist unser Interface, unser neues. Ein Presonus Quantum. Oh. Das also ist das Quantum. Oh. Holy moly! Das hat sogar ein Display vorne. Fühlt sich außenrum auch sehr wertig an. Allerdings muss ich ehrlich sagen, die Knöpfe. Es sieht ein bisschen plastikiger aus. Es ist aber auch nicht schlecht. Also, es ist auch in Ordnung. Und davon hast du jetzt noch eins, oder? Richtig. Jetzt müssen wir gleich alles noch verkabeln. Dann müssen wir uns nur gleich überlegen, wie wir sie sinnvollerweise bestücken. Jetzt diese Bad Boys. Ja. Kannst du dann auch live hier über die Monitore hören, was sie drüben spielen, richtig? Das war der Plan, ja. Dann machen wir doch einfach mal. Dann machen wir Gasoline. Perfekt. Okay.
du hast Dropset verkabelt. Hell yeah. Das kann dem Gefühl nach so bleiben. Spielen wir nochmal? Welches Achter ist es denn? Das obere, was nicht geht. Und das hat auch, das untere hat da so ein Schloss und da leuchtet es. Und das obere leuchtet an der Stelle nicht, wo das Schloss ist. Das ist der Unterschied. Ich vermute, das ist bestimmt irgendwas mit Verbindung. Es ist weird, dass es das untere halt geht, weil ich hätte jetzt vermutet, dass das obere Verbindungskabel nicht richtig reingedreht ist, weißt du? Wenn sich das Gerät auf die externe Sync-Quelle synchronisiert hat und zeigt so, dass das Gerät einsatzbereit ist. Das heißt, dieses Wordlock-Kabel. Das Rindrehkabel, ja. Das ist nicht richtig drin. Eben hat das mal kurz geleuchtet, das weiß ich. Dann muss es oben das sein. Ja, ja, ganz oben das. Das ja. Meinte ich auch eben. Das meinte ich auch als erstes. Na, jetzt ist beides drin. Jetzt sind wir aber nicht auf 48, ne? Ja. Ich weiß nicht, was das Problem ist, warum der nicht auf ein anderes Sample Rate gehen kann. Das Problem kann ich troubleshooten. Das ist jetzt im Moment noch kein relevantes Problem. Wir können jetzt auf jeden Fall testen, ohne dabei Probleme zu kriegen. Du kannst einfach starten. Oh. Ja? Okay. Wir haben Signal. Kannst du es hören? Ja, ich kann es hören. Scheiße. Wenn du willst, kann ich dich auch mal rübersetzen. Dann yeah. Ich mal kurz. Ich kann noch schlechter drummen wie du. Schön. Aber vom Prinzip her haben wir Signal und es bleedet nicht so sonderlich. Also ich höre hier durch und nicht durch die Wand. Ja. Wenn wir wollen, können wir jetzt mal noch kurz eine Gitarre anschließen und mal so einen von diesen Amp Cases testen. Wollen wir. Wollen wir, ne? Ich gehe einmal rüber. Kannst du dieses Arm auch Bleed. Hat man wahrscheinlich großteils die Akustik und auch ein bisschen Gesang gehört, oder? Wobei das da jetzt auch nicht der Optimalfall ist. Die Mikros sind saumäßig hoch positioniert, ja. Und nee, nicht also ausgerüstet. Hauptsächlich aber. Akustik-Gitarre. I think we're done. Nice. We're done. I'll be there wherever you go. Der hat die so rumgespielt. Jimi Hendrix hat seine auch einfach rumgespielt. Nein, 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 nein. Nicht nur so rumgespielt sein, der hat die Saiten so rumgehalten. Never let go.